Sinn und Zweck des Ganzen soll sein, dass umweltschädliches Verhalten teurer ist und umweltfreundliches Verhalten günstiger ist. Das heißt, wenn mehr Menschen sich dann umweltfreundlich verhalten, weil sie am Ende auch mehr zurückbekommen, hat das natürlich Einfluss auf den Markt. Also was einer, der seinen 20 Liter fressenden SUV fährt, den juckt es nicht. Der seinen 20 Liter fressenden SUV fährt, den juckt es nicht. Der zahlt diese 5 Euro noch drauf. Exactly. Nein, Moment, da sollten unsere deutsche Ingenieure, diese klugen Köpfe, weil Deutschland trägt nur 2,23% zum weltweiten Klima CO2-Ausstoß, was die Menschen selber verursachen. Ja, aber pro Kopf sind wir an vierter Stelle. So, das ist der entscheidende Punkt. Ja, weil wir einfach Wirtschaft haben und es ist doch gut so. Oder von was leben Sie? Leben Sie von Luft und Liebe? Darf ich meinen Punkt nochmal?